sich nicht nehmen lassen, gegen einen Riesen anzutreten. Ja, habe ich doch versucht. Deshalb bin ich mit meinen Schildbrüdern hier. Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Ich glaube, ich muss noch etwas üben. Ja. Die Gefährten sind meine Familie. Wir kämpfen, damit andere nicht kämpfen müssen. Wir bringen uns und den anderen Ruhm und Ehre. Wilkas und ich sind seit Kindesbeinen hier. Unser Vater Jergen hat uns hier großgezogen. Selbst Wigner konnte sich nicht an Gefährten erinnern, die jünger waren als wir. Das ist sehr toll. Das ist mir zu kompliziert. Kaiserreich, Nord, Talos. Wen interessiert das schon? Sagt mir einfach, wen ich verprügeln soll. Kodlak entscheidet, wer ein Gefährte sein kann. Also redet mit ihm. Das liegt nicht in meinen Händen. Also gut. Ja, dann wissen wir, was wir jetzt machen. Wir gehen zu diesen hin und gucken, ob wir die Gefährten anschließen können. Ich hoffe, es ist so wie in den Vorteilen, dass man einfach überall sich beitreten kann und sich nicht für irgendwas entscheiden. Helgen, mit Banditen komme ich gut zurecht, aber Drachen? Die Welt ist verrückt geworden. Ja, die Welt ist verrückt geworden. Drachen, Mensch, wo gibt's denn sowas? Wow. Ja, gut, wir haben das schon scheinbar angelockt. Dann rennen wir erstmal zu den Gefährten. Ihr seht stark aus. Kommt nach Jorvaska und werdet ein Gefährte. Kann man sich sicher ein Pferd holen. Ich hätte gerne so ein Pferd. Heute liegt Blut in der Luft. Auf uns wartet eine gute Jagd. Problem hat das Pferd noch unsterblich war. Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure Augen schneller sein. Isgramor selbst hätte nicht die Geduld, sich mit all dem Pöbel hier abzugeben. Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ja, ja, du wiederholst dich, Kämpft mit uns, dann habt ihr etwas zu erzählen. Kommt nach der Rasta, wenn ihr als Kämpfer etwas auf euch habt. Also was ich auch schade finde, in den Vorteilen konnte man ja sowas wie Akrobatik machen. Oder sonst was. Dann ist man gelevelt, weil man gerannt ist oder weil man gesprungen ist. Und das gibt's jetzt hier scheinbar nicht mehr. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Flusswald ist auch in Gefahr? Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Tja, so macht man das hier. So, er lässt mich zwar jetzt rein, aber wir wollen noch gar nicht rein. Ach. Ich habe ja gehört, von welchen die schon weiterspielen. Es gibt auch wieder Vampire hier. Vampire. Und weil ich in jedem Oblivion-Teil auch ein Vampir geworden bin,
Wird das hier natürlich auch wieder werden. Bin mal gespannt. Ich hoffe, dass wir jetzt mit Vampiren mehr Fähigkeiten gehabt haben. Und ich hoffe, es kommen auch wieder Vampir-Mods. Weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Lokal, das war das. Ah, ich musste also doch rein. Ja, wie schön. Habe ich ja super hinbekommen. Die Karte ist aber auch verwirrend. Auch ein cooles System wäre, umso mehr man rennt oder kämpft, dass dann auch die Ausdauer steigt, so wie in Wirklichkeit. Und nicht, dass man mal so einen Erfahrungspunkt da reinsteigen soll. Naja. Werkzeuge, Waren und Waffen. Und alles zu einem guten Einsamkeit, auch ein geiler Name für eine Stadt. Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmantel. Außerdem wird die Ihr seht scheußlich aus, was ist los? Was? Steckt mich bloß nicht an! Ulfric, Kopf des großen kampfgeborenen Clans. Ihr habt den Namen sicher schon gehört. Kampfgeboren ist ein legendenhafter Name, von dem die alten Lieder könnten und der in den Heldentaten von 100 Generationen zu hören ist. Für den kampfgeborenen Clan brüllen sie in den Methallen. Die Ersten im Kampfgetümmel, die Letzten am Tavernentisch. Wir haben Ehre, Reichtum und Titel ebenfalls. Ja, und dralle Weiber, die euch in einer kalten Nacht in Himmelsrand das Bett wärmen. Wenn das eure Frage nicht beantwortet, schaffen das keine weiteren Worte. Ja. Passt auf euch auf da draußen. Ah ja, hier drinne. Ja, ein schwarzes Nichts. Fangen die beiden schon wieder an? Kommt schon, achtet auf eure Beinarbeit. Haltet euer Gleichgewicht. Hey, aufpassen!